Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Fried? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Ich muss an die scheiß Scharfschützen denken. Seitdem hat sich vieles verändert. Nein, er fällt runter. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Deine Nase in Dinge zu stecken, die du nicht verstehst. Du machst mich nervös, Kurt. Lass die Klingen stecken. Du ein verdammtes Pech. Kill ihn. Zwei meiner Ziele. Und ich darf beide nicht töten. Jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu ja, ist schön, Kit, du Pisser, ey, du gehst mal richtig auf den Sack mit deinem Scheiß. Gott weiß, Torres, niemand hier könnte so töten. Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu. Jetzt brauchen wir noch zwei Leute hier. Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt. Komm, Rauchbombe, Rauchbombe, Rauchbombe. Dann wollen wir mal alles mit einem hier verknüpfen, wenn die sowieso alle hier hochkommen. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald. Und zwei Leute noch. Okay, dann machen wir jetzt den anderen mit der Rauchbombe hier auch noch und dann haben wir es. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Scharfschützen. Wo haben wir denn noch den nächsten? Da oben ist noch einer. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Blitz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Desynchronisiert, weil ich zu viel angesaugt habe. Das ist, wenn man beim ersten Mal die Mission schaffen will, gerade wenn man es aufnimmt, ist das assi, ey, ehrlich. Wenn man dann so einen Stress hat. Ich glaube, alle denken. Okay, ich muss noch zwei Scharfschützen töten, das ist doch nice. Ihr Spanier. Hat das mit übernommen. Aber hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Wo sind die Scharfschützen? Nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Aber wenn ich jetzt meine Berserkerfallen nutze, und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld. Sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind. Werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Okay, hat mich in Augenschein genommen, ist aber nicht schlimm. Hat sich da geprügelt. Schon aufs Dach hier mit dir. Hier oben haben wir nämlich noch einen Scharfschützen. Das ist schön. Du wirst sterben. Okay, einen Scharfschützen brauchen wir noch. Wenn sonst nicht. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen. Und dann gemeinsam als Freunde feiern. Und noch! Ach du Scheiße. Jetzt bin ich aber auch mitten im Garten. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Ein Scharfschütze fehlt noch. Sieh, sieh.
Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe. Die auch noch belauschen, ey. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich... Komm ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Verdammt, los, komm. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt... Komm schon, lauf rüber, belauschen. Nein, es gibt's doch nicht, ey. Sekunden. Oh. Das ist doch scheiße. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart sehr. Gut ist aber, dass man das nicht wieder alles von vorne machen muss. Das gefällt mir. Das ist ganz gut. Jetzt laufen wir nämlich schon mal direkt hierher. Killen ihn hier. Klettern wir hier hoch. Klettern hier hoch. Jetzt hier rüber. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt. Okay, da hinten haben wir noch einen Scharfschützen. Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf. Was ist denn das jetzt? Wer hat mich denn jetzt hier gesehen? Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Na kommt hoch, ich mache euch alle platt. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoff. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher. Ich weiß, ich bin außer Reichweite, entspann dich. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von... Komm schon, lauf weg jetzt hier. Jetzt hier hoch. Ich bin wieder nicht zu schnell. Das ist doch scheiße, ey. Mann. Stimmen die Geschichten so. Über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur. Lauf mal ein bisschen schneller, dass ich hier rumkomme, dass ich auf die Häuser auch hochklettern kann. Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe sonst hat mich ja keiner gesehen. Gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, jetzt habe ich hier drüben den Scharfschützen noch, den ich jetzt platt mache. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt. Hoch mit dir, ja. Los, komm schon, hoch. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel. Genau, abstechen, nicht runterkicken. Eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher. Okay, gut, dass er mir sparen konnte. Ich wusste nicht, dass er so weit springt. Bin auch nicht so nachhaltig. Schau ein bisschen Adrenalin, ey.
Kill ihn doch. Oh, das ist doch nicht wahr. Jetzt trinke ich einen Schluck und dann kommt der an und holt mich da raus. So, jetzt sind wir viermal gestorben. Jetzt reicht's aber auch in 17 Minuten. Das ist doch unfassbar. Ich fange wieder von hier an. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von... Tja, da hinten sieht mich, ey. Das ist unfassbar. Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Hoch mit dir, komm hoch. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, noch schaffen. In die Politik zu gehen. Doch ich denke, so, jetzt warne mich, ich weiß, dass ich die Reichweite verringern muss. Ich will aber hier rüber will ich. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Weiß man das vorher, dass man daher kann, ey, dann muss man sich die Mühe damit nicht machen mit den scheiß Berserkerfallen, ne? Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch so, jetzt profitableren aber Unterfangen zu widmen. Dass man nicht alles für scheiß 100% macht, ne? Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Kapital und Rohstoffe. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Okay, da bin ich natürlich hier mit Argus-Augen, werde ich hier beobachtet. Oh. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. So, Gott sei Dank, ey. Schwere Geburt. Es ist so weit. Nicht bis wir den Weißen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Tolle Wurst. Das habe ich James verraten hier. Für die gute Sache. Oh, die kann ich glaube ich nicht blocken. Boah, ich bin mir ein Headbutt. Es ist vorbei, Mann. Boah, ist schon mal geklärt. Jetzt muss ich sie fangen auch noch. Jetzt kann ich sie gar nicht plündern hier. Oder irgendwie auch immer, ob es eine Erde sie ist. Ich glaube eigentlich, dass es eine sie ist. Hat. Komm, geh mir aus dem Weg hier. Du saust so scheiße schnell. Lass uns das gemeinsam machen. Du hattest deine Chance. Nee. Tu es nicht, Kid. Warte. Jim, halt! Hier ist ein Mörder! Hilfe! Waffen! Waffen zu ihr! Komm schon, Ramsey, jawohl. Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weißen habe.
Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Schwere Geburt, aber wir haben es dann doch noch zu 100% geschafft. Also es ist echt scheiße, aber egal. Haben es geschafft. Die Mission war eigentlich so auch gar nicht ganz, also war gar nicht so schlecht. Ist halt dann nur, wenn man dann am Aufnehmen ist und dann will man sofort 100% holen, ist das doch alles sehr, sehr anstrengend. Okay, gut, dann machen wir es erstmal hier. Den Aussichtspunkt.